Ja, Posenangeln macht mal wieder Bock. Zack, direkt wieder raus damit. Denn hier soll neben der Plötze ja noch einiges mehr gehen. Und das testen wir. Also am ersten Tag hier schon ein bisschen rumprobiert und getestet und getestet und einige Plötzen rausgezogen. Denn der Devilus meine, allen probier mal, du suchst ja auch noch die Plötze. Hier kannst du sie kriegen. Und zwar da. Also hier in dieses Grün werfen und dann treibt hier alles natürlich wieder runter. Ja, gesagt, getan, rausgeschmissen. Schön die Köder-Kombi, zeige ich natürlich gleich auch noch alles. Und es waren Plötzen da, aber sie waren alle so klein. Sie waren alle so klein. Und dann habe ich natürlich angefangen rumzuspielen, verschiedene Köder rangemacht. Und auf einmal ballern mir hier die Donauheringe rein. Bäm, Donauhering suche ich auch noch. Und dann habe ich halt weiter rumgetestet und auf einmal ballern mir hier vorne, also weniger an dem Grün, sondern mehr hier an diesem Freien, zack, ballern mir hier auf einmal die Donauheringe rein, was ja auch ziemlich geil ist. Nehme ich doch auch gerne mit. Und ja, so ziehen wir jetzt hier einfach durch. Zack, der nächste. Komm mal, komm, komm, schnell, schnell, schnell. Ah. Ich bin hier super fein unterwegs. Deswegen machen auch die kleinen Fische Radau. Na, siehst du, auch hier noch die Plötze. Also, super feines Setup. Ich gehe, also wenn hier eine Plötze mit einem Kilo reingeht, ich brauche bestimmt 10 Minuten für den Drill. Also so fein jetzt hier gerade 3,1 Kilo Fluorocarbon. Wir gucken uns gleich natürlich das Setup nochmal im Detail an. Zack, da geht schon der nächste. Okay, doch, jetzt doch nicht. Und konnte sich nicht entscheiden. Jetzt habe ich ihn gehakt. Jetzt nehmen wir erst den Fisch. Immer das gleiche Theater. Boah, Alter, 400 Gramm Donauhering. Aufpassen. Jetzt kommen die Brocken hier. Auf Doppelfliege. Was haben wir hier? Schwarzmeerseelaube. Nehme ich auch gerne mit. Fehlt mir auch noch. Ja, perfekt. Ja, Donetz ist halt eins der Gewässer, wo ich tatsächlich mit die meisten Trophys noch abhaken könnte, die mir alle noch fehlen. Von daher muss ich hier immer mal wieder hin und ausharren. Und vor allem macht es ja auch Bock, ne? Macht ja auch Bock. Ich hatte gestern noch das Video hier rausgebracht. Ich verlinke es nochmal. Wenn man so gefrustet ist, es gibt einfach ein paar Spots, die laufen immer. Gerade mit dem Posenangeln. Das mit dem Angeln an der Tunguska, auch das geht immer. Aber hier am Donetz gibt es auch viele Stellen, die immer wieder ganz gut laufen. Hier die Stelle war ja vor Monaten auch schon mal ganz gut für den Barsch da. Den Sonnenbarsch, den Kürbiskernbarsch. Jetzt hat er ihn endlich. Der Kürbiskern. So. Nicht so weit wegtreiben lassen. Das kurbelt sonst alles zu lange. Wir wollen hier Action und hohe Frequenz. Also, hier vorne einfach hinwerfen. Clip, keine Ahnung. Kein Clip natürlich. Locker ausgeworfen. Ihr seht, wie weit das ungefähr ist in den Schatten rein. Das sind vielleicht ungefähr 10 Meter ausgeworfen. Zack, der nächste. Tiefe, 75 cm Tiefe eingestellt. Alle beide Posen, 75 cm. Wir gucken uns, wie gesagt, das Setup jetzt gleich nochmal eben an. Ich nehme bloß noch mal eben die Morgenstunden mit, denn Morgenstunden ist eben bei vielen Fischen eine heiße Phase. Deswegen alles gerne mitnehmen in der Zeit. Plötze auch gut. Und da dann eben hoffen, dass da eben richtig schön noch was reinrasselt. Rotfeder nehme ich auch mit. Übrigens hier gerade zweierlei Köders dran. Zweierlei Köders. So, jetzt geht das ab hier. Zwei unterschiedliche Köder gerade in Verwendung. Die Köder-Kombi natürlich. Der Rotauge hatte ich noch gar nicht. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt nochmal eben durch hier. Schön in Ruhe. Und dann so in 2 Stunden melde ich mich nochmal wieder. So, jetzt haben wir ungefähr 8 Uhr. Ich würde sagen, die Morgenstunden sind so einigermaßen durch. Und ich würde sagen, wir gucken auch hier einfach jetzt mal Stück für Stück in die beiden Setups rein. Zack,
Okay, der wollte nicht. Also, gucken wir rein. Natürlich mit den beiden Matchrouten. Monster Match, ja, immer wieder gut. Meine Empfehlung, trotz allem, die andere Route gucken wir uns natürlich auch gleich an, weil sie die interessanteren Pluswerte hat und deutlich billiger ist. Und ja, vom Setup hier, ja, super leicht, ne? Mit 3,1 Kilo nur. Ne? Also das ist Hauptschnur und Vorfach in einem Fluorocarbon komplett 3,1 Kilo. 10er Haken hier dran mit Eintagsfliege und Borkenkäferlarve. Wenn du jetzt aus bist auf nur sibirische Plötze, dann, wie gesagt, da vorne hinwerfen oder sogar noch ins Grün und dann mit Borkenkäferlarve oder doppelter Borkenkäferlarve. Was gut funktioniert hat, das gleiche Setup, gleiche Stärke, Doppel-Eintagsfliege, wahrscheinlich auch mit einer Eintagsfliege, auf die Donauheringe hier. Und die Donauheringe sind ganz gut eben auf die Fliege reingeschossen. Ich habe die erst hier vorne natürlich getestet und dann sind hier in dem Bereich die ersten Heringe reingegangen. Ja, und jetzt hat sich der Kescher deutlich geändert. Erste Stunde, wie gesagt, hier schön Schwerpunkt Plötze. Zweite Stunde jetzt hier Schwerpunkt Donauheringe. Immer mal wieder ein paar Plötzen. Klar, alles Mögliche mit dabei. Immer auch wieder mal ein paar Kürbiskernbarsche. Aber wie gesagt, ja, der Unterschied von den Spots und von den Ködern, ich glaube, den kann man ganz gut erkennen gerade. Und ja, beide sind halt super spannend. Okay, den haben wir verscheucht. Aber den haben wir noch dran. Und zack, Rotfeder nehme ich auch gerne mit. Die brauche ich auch noch. Also ich habe hier noch einiges, was ich rausziehen kann. Deswegen einfach hier durchziehen und probieren. Und rein kohlemäßig ist es natürlich auch nicht so schlecht. Also auch da lohnt es sich. Allein auch die Frequenz, ne? Also hier wirklich im Minutentakt oder noch mehr als im Minutentakt. Bei zwei... Hoppa, da direkt die nächste. Jawohl, auch ein bisschen was Größeres. Beide... mit zwei Routen, da reicht das dann in der Regel schon. Jawohl, 300. Mehr davon. Und der hat auch ein bisschen Bock. Na, was haben wir hier? Oh, ein Sichling, ne? Nee, doch. Oh, 565. Sie werden größer. Ja, wie gesagt, beide Routen auf 75 cm Tiefe eingestellt. Und das läuft richtig, richtig gut. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier erstmal schwerpunktsmäßig durch auf Donauhering, weil mir die Plötzen hier alle ein bisschen zu klein waren. Alles auf dem 10er Haken. Hier war keine dabei, die mal so richtig abging. Eine mal so mit 500. Aber sonst war das ein bisschen zu wenig. Da muss ich noch mal ein bisschen weiter durchsuchen. Oder noch mal andere Köder testen. Aber wenn hier doch die Heringe schon so gut reingehen, hat es sich doch schon gelohnt. Hat sich doch schon gelohnt. Siehste. Oder es ist auch einfach noch ein bisschen wetterabhängig. Wobei, gerade war eher bewölkt. Heute ist voller Sonnenschein. Naja, vielleicht auch temperaturmäßig. Ja, jetzt kommen auf einmal hier die Plötzen. Also, rumprobieren, weiter testen. Testen, testen ist eh immer das Wichtigste. Ausprobieren, Köderkombis testen. Ich ziehe jetzt hier noch weiter durch. Und dann gucken wir auf jeden Fall nochmal, wie das hier so kohlemäßig ist. Wenn ich dann später durch bin hier, mache ich auf jeden Fall nochmal einen Screenshot, blende den hier einfach mal ein, den Screenshot, wie viel das Ganze denn hier kohlemäßig gebracht hat, wie viel Silber ist denn dabei rumgekommen. Ja, also, so viel dazu. Danke nochmal an den Devilus für das Teilen von dem Spot, auch wenn es jetzt nicht die Plötze geworden ist. Ja, der Donauhering ist halt auch geil, ne? Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.